Juhu, Minecraft-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Verfolgt mir ein Hunni? Warum folgen mir Hunnis? Da kopiert man einmal den Spiel für eine Sicherheitskopie und dann läuft die Musik auch gerade gar nicht. Warum läuft die Musik nicht? Warum teleportieren mir Hunde hinterher? Und was hat einmal Abdallah damit zu tun? Toll, jetzt habe ich so ein Furzvieh auch noch direkt vor meinem Fenster. Super. Sing ich mir als selber ein Schlaflied. Goldenes Licht schickt der Mond zu dir. Weine nicht, sei still und brav. Halt die Fresse, du dummer Vogel. Was? Also ich wollte die Hunde eigentlich absetzen. Die packe ich dann mal wieder in den Stall. Denn ich habe tatsächlich gerade... Wieso will iTunes jetzt nicht spielen? Mist. Mache ich halt selber Musik. Ich gebe zu, ich kann sowas nicht. Jetzt. Anderer Hund. Komm her. Geht doch. Wow. Teleporter. Komm her, Waldi. Komm her. Mach Sitz. Ist ruhig brav. So, ich brauche Gravel. Habe ich irgendwo zum Gravel? Gravel, I need Gravel. I need Gravel. Much Gravel, many Gravel. All the Gravel, give me all the Gravel. Wow. 3 Gravel. Toll. Ein Stack will ich behalten. Ich habe noch was damit vor. Könnt ihr bitte einmal die Fresse halten? Ich will aus meinem Haus weg. Ah, schon viel besser. Naja, das bringt ja eh noch nichts. Gravel kann ich jetzt, glaube ich, mal von da unten holen. Das bringt ja eh noch nicht sonderlich viel, da wir gar nicht die nötigen Fackeln aufstellen können. Da muss ich erst lauter Laternen bauen. Eigentlich würde ich das gerne aus Lightstone machen. Ich weiß nicht, wie viel Lightstone wir noch haben. Hier haben wir genügend Gravel, um Wege zu verlegen. Kann ich mein Inventar auch... Irgendwie konnte ich mein Inventar aufräumen. Ich habe wieder vergessen, wie das war. Nein, die Taste ist definitiv nicht die auch nicht. Wo bist du, Bastardratte? Bastardratte. Tust du mir was? Kann ich dich zähmen? Magst du was zu essen haben? Wie wär's mit... Hier. Da, lecker, nom nom. Das ist keine böse Ratte. Die könnte ich bestimmt zähmen. Wahrscheinlich mit Käse. Aber ich habe keinen Käse. Mann, ist so still hier. Okay, wenn das, wer jetzt das Programm nicht will, dann will das Programm halt nicht. Ich habe es gerade versucht, im Hintergrund mehrfach zu starten. Ich habe so einen Shortcut dafür, womit ich iTunes starten kann, aber iTunes sagt nein. Ich auch Bums hier. Wir können 3 Eisenschaufeln machen, das reicht. So. Dann haben wir viel Erde im Inventar. Oh, ich muss mein Inventar erst freiräumen. Ja, das wird ein langer Weg. It's been a long road. Getting from there to here. It's been a long time, but my journey's finally near. I will see my dreams come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind. I've got shame. Face of the Heart heißt das, glaube ich. Ja, Text vergessen. Pipapo, ist doch auch egal. Ja, das ist ein Monster-Trop. Kommt der Apfel rein. Die Seeds kommen ebenfalls da rein. Das kommt auch mal da rein. Achso, Eier könnte ich ja auch da ablegen. Oh ja, das ist ja übrigens auch noch Monster vor allem. Er ist ein Monster. Oh, shit. Diese Viecher sind echt und das ist doch nicht, dass er... Oh, Musik! Ja, iTunes hat wahrscheinlich einfach gesagt, nee, brauche heute noch ein bisschen, ist aber ein bisschen leise. Aber es ruhig ein bisschen lauter. Nee, so laut auch nicht. Äh,
Katze! Wo denn? Wie kann ich die zähmen? Ich brauche irgendwas, womit ich Katzen zähmen kann. Ich muss fischen. Miau! Nur so süß. Was war da dieses, gerade dieses Plopp-Geräusch? Kann ich gar nicht nachmachen. Nee, geht nicht. Miau! Womit ich wohl so eine Katze zähmen kann, schreib's doch mal in die Kommentare. Ich brauche ganz viel Platz für Erde eigentlich. Ja, ich Kohle mal hier so lange ablegen. Das kann ich mal so lange ablegen. Das kann ich mal so lange ablegen. Das kann ich auch mal so lange ablegen. Moment. I have a other spot for this. This is a chest und ich muss gleich niesen. Nein, 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 nein. Ich will niesen. Nein, nein. Ach, verdammt. Ja, es ist passiert. Ich habe genießt. Miau. Eine Katze! Eine Katze! Willst du das Hühnchen? Du willst das Hühnchen? Was mache ich denn? Kann ich die mit irgendwie mit Chicken McNuggets füttern oder so? Weiß ich nicht. Meine Katze ist jedenfalls keine Chicken McNuggets, was sie auf gar keinen Fall haben dürfte. Ich verlege erstmal den Weg hier rüber. Ja, das dauert nur minimal lang mit einer Steinschaufel, aber wäre ja jetzt Verschwendung, wenn wir die Steinschaufel nicht zum Schaufeln nutzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir wollen das nicht ganz gerade haben, weil gerade Wege sind zu Mainstream. Und ich mag keine Mainstream-Wege. Never ever make a Mainstream-Weg. Oh, ich hab Seeds bekommen. Super. Ich bin mein Inventar voll. Danke. Da freue ich mich. Da muss dann ja eh eine Treppe nach oben gehen. Und gleich ein bisschen weitermachen den Weg. Oh, nicht schon wieder. So, schon viel besser. Ich befürchte, das ist dann auch noch ab. Aua. Au, oh, das geht jetzt schön schnell. Ach komm, hier, ein Gravel, da kann man ruhig verschwenden. So, hallo Kuh. Dann wird jetzt schön ein Weg verlegt, Wege verlegen, ja, ja. So lange, bis die Sonne untergeht. Und dann muss ich unbedingt Zäune machen. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar. Huch. Wir können ja auch mal so verlegen hier. Nee, sieht doof aus. Blub, blub. Dann muss ich überall Lampen aufstellen. Und dann können wir mal vielleicht sorgen, dass es geschickt ausgeleuchtet ist. Also geschickt, weil... Was war das? Spin around, Pig, spin around. Du bist frei, Schwein. Dreh dich im Kreis, meine Sau. Kleine Sau, du. Ich komm... Oh, ein Häschen, noch ein Häschen, noch ein Häschen. Ich komm noch in die Versuchung, Gubbel-Gubbels zu schlachten. Nein, will ich nicht tun. Nicht der Gubbel-Gubbel. Ich will auch meinen Weg in diese Höhle da unten geebnet haben. Muss ja nicht so breit sein. Für die letzte Folge haben sich übrigens die meisten Leute gewünscht, ich möchte doch bitte da unten eine Monsterfalle reinmachen. Und die anderen und dann teilweise aber auch recht großer Zuspruch, was die Farm angeht. Mal gucken, ob wir das vielleicht nicht irgendwie kombinieren können. Also Monsterfalle und Farming Ground. Mal schauen. So, das muss jetzt hier wieder zu, wie so ein unheimliches Hole, in das man nur reingucken kann. Vielleicht spawnt da ja unter einem Baum sogar mal was. So ein Endermann, so spontan. Ich fürchte, wir werden dann noch mehr Gravel suchen müssen, weil das wird ja nie reichen, was wir da alles noch brauchen. Legen die Gubbel-Gubbels eigentlich auch einer Eier und besteigen sie die Hühnchen, wenn sie frustriert sind? Weiß ich nicht. Sieht wohl ein weiblicher Gubbel-Gubbel oder ein männlicher Gubbel-Gubbel aus, muss man angucken. Ja, ich weiß, dass das Puten sind, aber ich sag Gubbel-Gubbel, weil... Oh Gott, wenn du nicht weißt, warum ich Gubbel-Gubbel sage, dann hast du einen schönen Film verpasst. Und ein schönes Buch. Heft, Comic, wie auch immer. Pipapo, bla bla bla. Haben wir denn sonst keinen... Nee, das ist unser... Oh Gott. Wir haben nicht genug Gravel. Möge jemand noch in die Höhle gehen und etwas Kies holen? Ja, etwas Kies Richards. Eigentlich wäre doch da oben auch ein Weg ganz schön. Wir haben aber noch hier außenrum ein Bein. Da der Häschen Bein, Bein. Und hier ebenfalls Gravel. Hier ist ja schon gut der Weg gelegt.
Also es sind eigentlich schon ziemlich viele Felder. Wenn wir jetzt hier noch mehr Felder draus... Es sind viele Felder. Du bringst total bescheuert aus. Das ist totaler Murks. Wer hat sich diese Architektur generieren lassen, hä? So was wäre mir nicht eingefallen, wenn ich das programmiert hätte. Dann hätte ich gesagt, nein, da fällt kein Sand runter. Kein Sand, nein, kein Sand. Auch das hier. Geht gar nicht. Der Dreck raus, jetzt scheiß Dreck hier. Als Dreck. Dreckig. Ups, das wollte ich gar nicht. Naja, jetzt ist es passiert. Ja, wobei so Sand dazwischen durchaus Sinn macht. So ist es ja auch nicht. Aber ich möchte gerne eine Quiche verlegen. Ich mag das knirschende Geräusch, wenn man über die Quiche geht. Über den... Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Und wir haben noch keine Lampen verteilt. Wenn wir die Lampen erstmal verteilt haben, dann können wir auch die ganze Zeit lang hier wach bleiben. Deswegen will ich auch dann erst die Stadtmauer aushübschen, damit ich dann einfach auch nachts bauen kann und nicht jedes Mal hier schlafen gehen muss. Haja, haja. So. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Nur noch ein paar Eier. Ich muss ja verdammt viel verlegen noch. Also das hier ist schon mal in Ordnung. Hier kommt man rum. Das ist mir ein bisschen zu eng. Hier kommt man ganz gut entlang. Dann kann man hier hoch. Ja, so da außen rum ist in Ordnung. Und dann müssten wir nach da das noch unbedingt verlegen. Kein Problem. Ich rüste schon mal mein Schwert aus. Falls ich... Oh, Suizidschweine. Will in den Brunnen springen. Oh, will ich so nicht aufheben. Oh, es ist Nyan Knight. And the Nyan is rising. Wow. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, wirklich, ich hätte gerne die kleine Katze da draußen. Die ist voll süß. Die kann man bestimmt auch tamen, aber bestimmt auch wieder nur mit Fisch. Wobei, man müsste die auch mit was anderem... Wenn die schon Hühnchen jagt, müsste man die mit Hühnchen tamen können. Habe ich nicht noch wie sie Fleisch. Ja, vielleicht auch mit rohen Ratten. Eine rohe Ratte. Wer isst sowas nicht gerne? Tut mir jetzt einfach mal weh. Ist eine rohe Ratte? Magst du eine rohe Ratte? Magst du keine? Magst du ein Hühnchen? Magst du ein Hühnchen? So ist hier kein Hühnchen. Hier frisst das Hühnchen. Da, Ratte. Lecker. Dann nicht. Nerv. Falsch. Nehme ich jetzt, schleppe ich halt ein paar tote Ratten mit mir im Inventar mit rum. Pff, ist doch kein Problem. Hier würde ich gerne noch durch. Das Hühnchen ertrinkt da gerade, glaub. Ist schon ertrunken. Oh, das tut mir aber leid. Entschuldigung, das war so nicht geplant. Also satanistische Höllenhühnchen haben ja auch nichts anderes verdient. Well. Ich hätte gerne noch einen Weg zu meiner kleinen Hoppelpoppel-Farm, wo auch die Ziegen ab und zu mal drin sind. Wenn sie nicht gerade wieder abhauen. Sibylle ist schon wieder weg hier. Ey. Sibylle, ey. Einfach abhauen. Das geht auch nicht. Was soll ich bringen, ey? Blut ist im Schuh. Der Schuh ist so klein. Die rechte Braut kann es nicht sein. Aschenputtel mochte ich als Mädchen eigentlich immer am liebsten. Als Mädchen am liebsten. Als Kind, wollte ich sagen. Als Kind am liebsten und... ist ja auch so eine typische Mädchengeschichte. So wollte ich das formuliert haben. Mir dann nur etwas verunglückt. Der Baum, Hund, Schwein, wie auch immer. Was auch immer das mit Schweinen zu tun hat. Und dann haben wir auch genügend Erde, um diesen hinteren Bereich ausfüllen zu können. Ja, ausgezeichnet. Mann, ist das laut, wenn man hier was kaputt macht. Wahrscheinlich muss ich die Musik wirklich noch ein bisschen lauter stellen. Kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Ich hoffe, man hat von der Musik ein bisschen was gehört. Ist echt immer schwierig bei der Aufnahme das zu timen, weil die Musiken auch noch unterschiedlich laut sind. Und da geht unser letztes Deck Gravel dahin. Aber dann kommen wir hier schon mal durch in die Dorfmitte. Hier überall noch ein bisschen begraden. Das geht ja hier so auch nicht. Das ist dann kein Problem. Dann könnte man ja hier noch so am Haus entlang so einen kleinen Weg machen. Zu den Feldern hin. Weil da muss man ja auch irgendwie hinkommen und die beackern können. Ja, ja, die Alte muss man voll beackern können. Ah, so lustig. Ja, das ist ja hier auch irgendwie ein bisschen Murks. Machen wir es doch so. Dann ist das hier mit dem Dach ein bisschen geschickter. Plupp. Ich hätte gern mehr Hühner da drin.
Damit wir mehr Eier haben. Ich würde ja was draus. Nein? 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 Oh! Oh, tut mir leid, kleines Baby! Entschuldigung! Ich hab mein kleines Hasenbaby mit dem Eier. Entschuldigung, kleines Knurr. Wir haben ganz schön viele Hasen inzwischen. Was machen wir denn mit denen? Lassen wir sie weiter vermehren, bis sie die Weltherrschaft an sich reißen. Ah, ich sehe, es sind auch schon wieder 16 Minuten rum. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach mal hier eine kleine Aufnahmepause. Und ja, schalte doch das nächste Mal wieder ein. Und wenn du halt gerade nichts anderes zu tun hast, kannst du das Video sogar noch kommentieren. Man stellt sich das mal einer vor. Und favorisieren und abonnieren und kastrieren und was weiß ich, was man alles machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.